Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, dass man mich mal wieder persönlich gesehen hat. Und momentan bedeutet dies, dass es ein Ankündigungsvideo gibt. Ja. Denn ich musste mal natürlich, also, was, oder eher gesagt, so ein Infovideo, eher gesagt. Also, kann man sehen, ansehen, wie man das möchte. Das Ding ist jedenfalls, dass ich halt erstmal sagen muss, ja, zur Zeit mit Videos ist es sehr schwierig. Weil ich kann nicht mehr viel machen, bin ich ehrlich. Und es läuft auch eigentlich in den meisten Fällen zur Zeit eher entweder auf Fortnite oder Roblox hinaus. Und hier ist das Problem. Weil erstens Fortnite, das habt ihr auch schon gesehen, ne, das Comeback vom Fortnite, oder wie das hieß, ist jetzt auch schon einen Monat her. Ich habe seitdem kein Fortnite mehr gezockt, weil ich bin nicht so der aktive Fortnite-Gamer. Nee. Das mache ich tatsächlich, wenn dann wirklich alle paar Monate ab und zu mal ein bisschen. Ja. Das heißt nicht, dass es gar keine Videos mehr kommen werden, aber ich muss halt dafür die Motivation haben, und die habe ich zurzeit nicht so. Bin ich ehrlich. Jetzt kann man ja sagen, okay, macht nichts, denn es gibt ja noch Roblox. Und genau hier ist das nächste Problem. Jetzt gerade, auch in der nächsten Zeit, habe ich kein Roblox-Content. So bin ich ehrlich, weil ich tatsächlich dafür keine Motivation gerade habe. Es gibt da zwei Dinge, die ich in Roblox so mache. Erstens Kirmes. Zweitens, ich nenne es Landschaftsbau. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber okay. Also erstens, nämlich ist es so, das Kirmes-Ding habe ich zurzeit keine Motivation, weil da ist sehr viel passiert. Sehr viel. Ja. Erstens bin ich mittlerweile komplett auf mich allein gestellt, muss alles alleine machen, und ich zocke das auch nur noch alleine, und es bockt halt nicht. Zweitens wurde mir von einem Roblox-Spieler, muss mich hier explizit betonen, gedroht, wegen irgendwie Urheberrechte Fahrgeschäfte mich anzuklagen, wenn ich nicht die Erlaubnis dafür habe. Okay, also frage ich zurzeit alle Schausteller nach, ob ich deren Geschäfte nachbauen darf. Also, dass ich halt meine die ganzen Fahrgeschäfte, die ich in den letzten Jahren auch dann weiter nutzen darf. Aber natürlich dann dadurch und durch dieses ganze Ding habe ich zurzeit keine Motivation mehr für die Roblox-Kirmessen. Muss man verstehen, ne? Ich meine, erstmal stellt euch mal vor, das Ganze, ihr habt euch ein Team aufgebaut und auch mit Freunden und so weiter, und die haben dann keine Lust mehr, mit euch zu bauen. Das ist halt schon so eine Sache. Das ist halt auch mies, aber kann man halt nicht machen. Kann man halt nicht ändern, meine ich. Ja. So. Und dann kommt da eine Person zu euch und sagt, lösch alle deine Fahrgeschäfte. Wo ich mir dann so denke, okay. Und das hat mir die Motivation erstmal genommen. Wobei ich eh ehrlich bin, dass es wahrscheinlich ist, dass ich eh Ende des Jahres, habe ich auch in der Community-Leiste geschrieben, dass ich vielleicht eh mit den Kirmessen aufhöre, weil ich damit keine Zukunft sehe, bin ich ehrlich. Weil ich fühle mich da wieder so demotiviert wie ganz am Anfang. Es ist wie am Anfang halt. Alles alleine zu machen. Und das bockt halt auch nicht. So ein Spiel macht halt am meisten Spaß, wenn man es mit Freunden zocken kann oder bauen und so weiter. Ja. So. Und hier kommen wir auch schon gleich in die nächste Sache. Denn auf den Landschaftsbau habe ich zurzeit auch keine Lust mehr. Ich nenne es Landschaftsbau, weil früher nannte ich es den Städtebau. Das sind eben meine ganzen Maps. Aber weil ich ja nicht nur irgendwelche riesigen Städte baue, sondern auch teilweise auch Landschaften, also so Gebiete zum Beispiel, ist es so,
dass ich es Landschaft nenne, also Landschaftsbau. Also das heißt nicht Landwirtschaft, ne? Also nicht irgendwie Farming oder so, sondern so Landschaften. Damit zählen auch natürlich Städte darunter. Aber auch zum Beispiel Ozeane oder Wüsten, Gebirge und so weiter. Das sind Landschaften. Und natürlich eine Stadt ist da auch drin, in so einer Landschaft. So. Das Ding ist allerdings, auch weil ich vieles wieder alleine machen muss, weil ich halt wirklich niemanden mehr habe zum Zocken und so, habe ich auch dafür mittlerweile keine Motivation mehr. Und auch Projekte dauern bei mir viel länger, weil ich auch nicht weiß, was ich großartig bauen soll. Ja, auf der einen Seite. Zum anderen kann ich auch nicht alles bauen. Zum Beispiel, ihr könnt euch ja noch an Danceburg erinnern, ne? Das ist eine geile Map, die ich erstmal nicht weiterbauen werde. Grund dafür ist, dass am Laptop kann ich das nicht zocken, weil mein Laptop, das ist ein Schrottteil. Das ist der absolute Schrottteil. Und ich bin ehrlich, von der ganzen Leistung und so weiter, ich gebe den auch nur ein paar Jahre, bis der auch wieder kaputt ist und dann irgendwo in der nächsten Ecke rumliegt. Wie mein alter Laptop, der im Schrank ist und nicht mehr funktioniert. So, mittlerweile aber zocke ich ja an der PS4. Da aber geht es auch nicht, weil das Spiel abstürzt. Ich weiß nicht warum, aber es stürzt ab. Die Theorie ist, dass die Map einfach so groß ist, als dass die PS4 das irgendwie schaffen kann. Glaube ich nämlich wirklich. Entweder das oder das Internet ist dran schuld. Das kann natürlich auch sein. So. Aber auf jeden Fall, dadurch kann ich keine großen Games zocken. Und auch nicht von mir große Servern. Vor allem das halt. Und ja. Ich meine, klar, das sind ja an sich nicht nur die einzigen Videoreihen und so, die ich ja habe. Aber ich sag halt, wie es ist. Als erstens, auch auf der PS4 an sich, habe ich ja auch noch zum Beispiel On the Road, diesen Truck Simulator. Bin ich aber ehrlich, den werde ich nicht mal weitermachen. Weil bei mir haben letztens irgendwie Freunde das gezockt und einfach alles komplett verändert, dass es mir nicht mehr gefällt. Solche haben sie meine LKWs gelöscht und so weiter. Und das ist einfach eine Scheißaktion gewesen, sage ich direkt klar, wie es ist. Und deshalb werde ich das auch nicht mehr aufnehmen. Die haben weg. So. Und hier am Laptop kann ich zurzeit nicht aufnehmen, abgesehen von solchen Videos hier, weil ich Probleme habe mit dem Aufnahmeprogramm, weil es so ist, dass ich. Normalerweise ist es ja so, ich nehme hier Videos so auf 10 Minuten ungefähr, ne? Ja, 10 Minuten. Ist bei mir immer so ein Ding, nach 10 Minuten, so ein Ding höre ich immer auf. Einer übrigens der vielen Gründe, warum ich tatsächlich auch keine Videos schneiden tue, weil sie ansonsten zu kurz sind. Ja, ansonsten könnte so ein Gaming-Video statt 10 Minuten 3 Minuten werden. Und das ist nicht nice. Ja, wenn ich irgendwie langweilige Szenen so irgendwie rausschneide. Das ist dann vielleicht 3 Minuten, wenn überhaupt. Oder vielleicht glatt sogar nur ein paar Sekunden. Weil ich dann den Anfang. Egal, das Thema hatten wir. Stopp. Jedenfalls, von diesen 10 Minuten nimmt mein Aufnahmeprogramm, es ist übrigens OBS, eine Minute auf. Eine einzige Minute. Mehr nicht. Und das ist es nicht wert hochzuladen, weil es ist halt nur der Anfang, die Begrüßung. Das war's. Nur die Begrüßung. Das restliche vom Video, das wird gar nicht aufgenommen. Und solange dieses Problem da ist, kann ich nicht am Laptop aufnehmen. Ja. Erst wenn das gelöst ist, dieses Problem, kann ich auch wieder am Laptop aufnehmen. Klar, die Leistung ist schlecht, aber okay, ist halt so. Kann ich nichts machen, natürlich. Das Ding läuft auf 3 RAM. Das ist nicht irgendein Gaming-Laptop, der auf Hochleistung, so mit Hochleistungsprozessoren läuft oder sonst irgendwas. Der hat 3 RAM. Ich kann gerade so
das Internet nutzen. Gerade so den Browser. Und selbst der hängt mir so hart. Roblox kann ich bauen tatsächlich, weil das nicht viel Leistung benötigt. Also ich kann bauen. Zocken ist eine andere Sache. Zocken kann ich Roblox nämlich wirklich nur sehr schwer. Weshalb ich es meistens eigentlich über die PS4 mache, weil es einfacher ist. Es laggt nicht rum. Ich kann auch mit guten Einstellungen zocken, also Grafikeinstellungen. Ist schöner. Es ist entspannter. Da kann ich mich aufs Bett hinhocken, mich so irgendwie hinlegen, also mich hinlegen und zocken. Chillig. Das kann ich hier nicht. Ja. Klar, okay, ich kann mich. Weil hier hocke ich so wirklich so ganz nah dran. Man kennt's, weil ich mich nicht so zurücklehnen kann. Weil so jetzt in dieser Position gerade, ich komme nicht an meine Maus und auch nicht an die Tastatur. Weil meine Hand ist hier. Aber die Tastatur ungefähr ist auf dieser Höhe. Da müsste meine Hand so sein, ne? Für die Tastatur. Aber wenn ich jetzt mich zurücklehne, ist die Hand hier. Das sieht man weit. Ja. Okay. Ist kein Weltuntergang für mich, jetzt hier so zu hocken. Nee. Aber es geht eher um die Leistung. Wie gesagt, dieser Laptop hat kaum Leistung. Ich sag's doch, wie es ist. Ich habe Flashbacks von meinem alten PC. Ihr wisst ja, oder wisst ihr das? Dass ich früher mal einen PC hatte. Ich hatte, also falls nicht, ich hatte früher mal einen PC. Und der stand dann da hinten im Zimmer. Toll. Also der stand halt da hinten auf dem Schreibtisch. Heute geht das nicht mehr, weil das alles zugestellt ist. Ich habe auch keine Regale. Jedenfalls ist es so. Wow, das Video wird ein bisschen länger, als ich dachte. Weil ich so viel zu erzählen habe gerade. Egal, ich lass laufen. Auf jeden Fall ist es so, dass dass der PC damals, habe ich Roblox gezockt mit den größten Grafik, mit den höchsten Grafikeinstellungen. Oh, jetzt sag ich's bei mir aber. Mit den größten Grafikeinstellungen. Was ist los bei mir? Mit den höchsten Grafikeinstellungen. Habe ich damals nicht gewusst, ganz ehrlich. Und der ist mir dann abgeschmiert. Aber auch so hatte ich immer wieder auch Abstürze und so weiter. Hat auch übelst gehangen. Ich konnte den mit dem auch nicht aufnehmen übrigens, weil es wirklich schlecht war. Und irgendwann ist er dann kaputt gegangen. Das Problem ist, ja, ein bisschen, heute schäme ich mich da ein bisschen für das Ganze, denn also ich habe das dann einem Kumpel gezeigt, der sich damit ganz gut auskennt, und er hat mir gesagt, ja, die Festplatte ist kaputt. Das hat die Festplatte durchgebrannt. Okay, also habe ich ihn weggeworfen. Natürlich, bevor ich ihn weggeworfen habe, habe ich natürlich erstmal noch schön das ganze Motherboard zerlegt, weil ich paranoid bin. Ja. Also habe ich die erstmal kaputt gemacht, das. Ja. Wie gesagt, bin da ein bisschen paranoid. Ich habe keinen Bock, dass sich da irgendjemand an den Müll das Ding nimmt und sagt: Boah, guck mal, da ist noch eine voll gute Festplatte. Ah, die, also so ein Motherboard meine ich. Ah, die baue ich erstmal schön ein. Eingebaut, zack, alle Daten drauf. Das wäre nicht so geil gewesen, bin ich ehrlich. Nein. Also habe ich es jetzt zerlegt, alles weggeworfen und so weiter. Gutes. Habe ich ja irgendwann einen Laptop bekommen und so weiter. So. Und dieses Jahr denke ich mir so: Oh mein Gott. Bei meiner Schwester ist ja auch der PC kaputt gegangen. Aufgrund derselben Sache. Zwar jetzt nicht wegen Roblox, sie zockt kein Roblox, sondern bei ihrem anderen Spiel. Aber es ging ja nicht mehr. Er ist dann hochgefahren und wieder ausgegangen. Dann hat sie den aber zu einer Reparatur geschickt und die haben gesagt, die Grafikkarte ist kaputt. Und das heißt, bei mir war ebenfalls dann die Grafikkarte am PC damals kaputt. Das heißt, hätte ich das wirklich früher alles gewusst und das Ding, hätte ich heute noch einen PC. Er war zwar nicht leistungsstark, aber okay, man hätte ihn vielleicht upgraden können. Der hatte so zwei Viererkarten drin gehabt. Wer weiß, ich kenne mich nicht mit PC-Technik aus, aber kann man nicht höhere Karten kaufen? Also zum Beispiel, hätte ich nicht irgendwie Viererkarten reinmachen können, dann hätte er, glaube ich, 8, oder? Dann wäre der sehr gut gewesen. Dann hätte ich auf dem
der war geil gewesen, ganz ehrlich. Und heute bereue ich genau das. Statt eben dann auch noch diesen PC und so weiter, tja, bin ich jetzt auf diesen auch so ein Laptop-Ding angewiesen. Der schlecht ist und nicht mit de und dem seine Leistung kann ich nicht ändern. Ja. So ist das Leben halt. Aber auf jeden Fall, trotzdem, ich werde in der nächsten Zeit gucken, dass ich das Problem hier mit dem Aufnahmeprogramm lösen kann, beheben kann. Und dann kann ich auch wieder hier Videos aufnehmen. Zwar nicht viel, ne? Also jetzt keine Gaming-Videos. Ich habe ja auch keine Spiele drauf, abgesehen von Warblocks. Und ich werde mir auch keine Spiele draufholen. Ich traue das dem Laptop überhaupt nicht zu. Und das wäre eh nur Verschwendung, weil ich zocke nichts mehr anderes außer Roblox. Wobei ich Roblox nicht zocke. Ich baue es. Und zocke dann halt lediglich diese Update, die Update, teste dann die Updates dieser Server. Ja. Und ich muss halt dazu noch sagen, das ist halt viel Arbeit. Das ist nicht irgendwie mal kurz eine Minute, so ein paar, vielleicht eine halbe Stunde oder so, ein bisschen dran bauen und dann zack, fertig. Nein. Ich hocke da teilweise Tage dran. Für eine Sache. Am schwierigsten sind vor allem die echten Maps. Da brauche ich also, da hocke ich dann erstmal stundenlang in Google Maps rum, guckt mich erstmal hier die Lage an und dann irgendwann denke ich mir so, okay, hier ist die perfekte Lage. Da baue ich. Und dann muss ich immer wieder hier ein Block legen und zu so gucken, dass es alles gut aussieht. Dass es auch nicht irgendwelche Fehler gibt und so weiter. Das ist nicht leicht. Und nochmal, ich muss das alles alleine machen. Nur mal so. Also auch alle Games, die ihr seht, die habe ich in den meisten Fällen, vor allem natürlich die ganz neueren, die vor allem die neueren, die habe ich alle allein gebaut. Bei alten Maps kann es noch sein, dass ich das, da ich noch ein bisschen Hilfe von ehemaligen Freunden und sowas bekam. Aber heute muss ich alles alleine bauen. Natürlich ändert sich dadurch auch die. Okay, Leute. Ich denke, sowas werde ich im anderen Video sagen. Bisschen, weil ich rede mich das wahrscheinlich noch eine halbe Stunde durch, weil ich gerade so viel mal so jetzt so Ideen habe. Das Ding und ja. Also ich würde dann sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr wirklich bis zu diesem Punkt gekommen seid, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da. Denn das hilft mir, diesen Kanal zu pushen. Und auch dadurch mehr Leute hier diesen Kanal sich anschauen zu lassen und so. Das ist wichtig. Und deshalb auf jeden Fall, würde ich sagen, aber trotzdem, bis zum nächsten Mal.